Okay, wir brauchen 6. Wie komme ich auf 7? 4 plus 2, 7. Oh Gott. Haben wir noch Sand? Kann ich noch ein bisschen was brutzeln vielleicht? Vielleicht haben wir ja noch. Wir haben noch Sand. Ich kann also noch. Ist das Refined Iron? Das ist schon mal sehr schön. Ja, wir verbrennen jetzt ein paar Carpenter-Blöcke. Ja. Genau. Das Refined Iron kann ich wahrscheinlich nie nochmal. Was passiert denn jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich Refined Iron nochmal refine. Nicht, okay. Sollte ich mir sparen. Ist ein bisschen verschwenderisch vielleicht. Aber das kann ich weiter refinen. Sehr schön. Es gibt doch auch sicherlich... Ah, ich will jetzt nicht meine ganzen Felder neu machen. Es gibt doch Kompost. Da würde das draußen vielleicht alles ein bisschen schneller wachsen. Kompost. Dünger. Dünger ist aber nicht das, was ich brauche. Kompost. Ja, das sind die gechiselten Varianten. Trocknete Erde. Wie heißt denn das? Garten? Oh, interessant. Bärengarten, Wüstengarten, haben wir Grasgarten, Gärtner, Kürbiskarten kennen wir, Bodengarten kennen wir, Kräutergarten haben wir noch nie gefunden, Blattgarten bin ich mir jetzt nicht sicher, Pilzgarten haben wir noch nie gefunden, Stängelgarten kennen wir, Stoffgarten haben wir noch nie gefunden und Wassergarten auch noch nie. Und das hier ist sowieso Plants Mega Pack. Das bringt uns nicht ganz so viel. Feld? Nee, das ist wahrscheinlich Feldsalat. Nee, Kleefeld. Aha. Boden. Kompost. Hier gibt es zumindest Kompost Bin und Kompost. Kompost Bin. Und mit dem Kompost weiß ich nicht, was ich anfangen soll. Das ist anderer Kompost, der macht man mit einem Komposter. Und der ist nervig, der Komposter, der musst du ständig drehen, damit der warm bleibt und so Zeug. Nervig, nervig Zeug. Kann man so einen Kompostbin bauen oder ein bisschen Grünzeug reinschmeißen und mal gucken, was passiert. Die Welt wird mir das vielleicht wahrscheinlich schon sagen können, aber ich bin jetzt ungeduldig. Gesagt, Stickies brauche ich. Nicht ganz so viel vielleicht bauen brauchen. Achso, und Slabby die Slap Slaps. Slaps würde ich glaube ich auch sparen, wenn ich. Bau mal 4. Und stell die zum Feld natürlich, obwohl. Vielleicht sollte ich sie nie zum Feld stellen, sondern ich stelle die mal hier hin. War damit man immer vorbeilatscht. So, hier ist unser Müll. Kann ich hier, was kann ich jetzt hier rein? Kann ich jetzt sowas hier reinmachen? Okay. Wahrscheinlich ein ganzes Deck. Ist vielleicht sinnvoller. Das wird dann jetzt verkompostet und wird zu Kompostboden. Kompost, Kompost, Kompost. Hab jetzt nicht mehr Grünzeug, was ich verkomposten will. Ah, haben wir nie eine Million an Lavendel oder habe ich die immer weggeschmissen? Hier noch drin. Hier ist eine Million an Lavendel drin. Kann ja mal verkomposten.
Da könnte ich allerdings auch zum Beispiel Bambus holen, der wächst extrem schnell. Und den dort rein komposten. Mhm. Jetzt bekomme ich Kompost. Und den Kompost kann ich den jetzt irgendwie mit Erde vermengen. Aha, Garden Soil, okay. Garden Soil, und wenn ich Garden Soil... Ich glaube, der braucht nämlich kein Wasser, das ist nämlich der Witz an der ganzen Sache. Den brauchst du nicht gießen. Da müssten wir unsere Felder nämlich alle umbauen. Ja, verkraut mir ein bisschen. Ich glaube, die Spitzhacke geht auch nicht kaputt, wenn ich damit rum... Tilted Garden Soil. Habe ich jetzt hier noch irgendwelche Samen rumliegen, die ich mal ausprobieren kann daran? Ja, die wachsen da drauf nie. Kann mir irgendeine Frucht holen einfach. Sagen wir mal. Oh ja. Komm, Ehen reicht. Okay, das geht schon mal nicht. Ah ja. Okay. Auf lange Sicht gesehen. Ich guck da gerade mal zu unserem Feld da hinten. Unseren Feldern da hinten. Auf lange Sicht gesehen brauchen wir wahrscheinlich eher sowas. Da kann man das Wasser uns nämlich sparen. Okay. Gut zu wissen. Müssen wir jetzt nicht gleich machen, aber wir werden es im Auge behalten. Ich muss ja vor allen Dingen auch erstmal... Oh Gott, die Truhe sieht aus. Ich muss ja vor allen Dingen auch erstmal... ja, Samen rein. Los, weg. Und das Zeug hoch. Vor allen Dingen muss ich erstmal den Satz beenden. Hier genug Kompost herstellen, ne? Eine Fresse, der verbrennt das aber wie nichts Gutes. Da werden wir uns wirklich mal Bambus ranholen müssen. Wie gesagt, der wächst super schnell, damit kann man das dann echt schnell erledigen. So, Bambus. Ich werde mir was zu essen noch kochen. Dazu gehe ich mal hinter zum Feld. Vielleicht kann man da gleich noch ein paar Potaten ernten oder sowas. Das wäre sehr schön. Okay, so funktioniert. Okay. Naja. Uppa. Oh ja, hier können wir jetzt schön ernten sogar. Wenn man sich hier mal einfach ein bisschen in der Gegend aufhält, ne, dann wächst das Zeug wie nichts Gutes. Und wieso habe ich hier eigentlich noch nie fertig angepflanzt? Das vergisst man immer irgendwie. Oh ja, Sojabohnen. Die muss ich zwar leider alle anpflanzen, aber die werden uns echt mal irgendwann... Eine kann ich wegschicken. Sind das überhaupt Sojabohnen? Ja. Die werden uns echt mal irgendwann, sobald wir damit genug Burger herstellen können, haben wir überhaupt keine Probleme mehr. Oh, mein Inventar ist voll, daran habe ich nie gedacht. Zum Glück haben wir hier eine magische Kiste stehen, die uns die Nahrungsmittel erstmal wegschafft. Dann kann ich die ganze Garaffel mal kurzzeitig im Rucksack zwischenlagern. Der Rucksack war das jetzt, okay. So, rote Beete. Zack und zack, Kiven, ein paar Kiven. Ich muss nicht alles irgendwie verunglimpfen, ne? Es ist auch dämlich, wenn ich das immer mit Ananas mache. Ich höre ja schon auf, meine Fresse, jetzt krieg dich mal wieder ein hier.
Ja, noch ein paar Zucchinis und kann ich mir nämlich den ganzen Scheiß hier mit diesem Wasser und überall alles sparen. Einfach Garden Soil und fertig ist die Luzi. Wahrscheinlich, weil es Kompostboden ist oder so, wächst das alles noch schneller. Könnte ich mir denken. Okay, das müsste jetzt erstmal soweit alles gewesen sein. Hier haben wir noch ein paar Erbsen. Reicht ja auch, ne? Ich wollte zwar noch ein paar Kartoffeln mitnehmen, das wäre schön gewesen. Wo haben wir die Kartoffeln eigentlich? Die sind, glaube ich, da hinten in der letzten Ecke, ne? Ja, genau, die wachsen alle noch. Hier ist noch was. Oh. Mal kurz hochgucken, aber ich glaube fast, hier wird man nicht viel. Oh, Süßkartoffeln. Süße Kartoffeln. Zack. Der Hafer wächst. Okay, das andere wächst auch alles. Karotten. Ne. Das kann da noch rein. Das andere ist alles schon weggetransportiert. So. Ich wollte... Ja. Alles jetzt halt verkompostet. Hier war wahrscheinlich am meisten drin. Da ist die richtige Kiste dafür. Grünzeugs dahin. Und den Rucksack mal kurz enden. Wie kann das denn sein, dass hier so ein Mistvieh reinkommt? Kisten. Ich brauche noch ein paar Kisten. Es nutzt alles nichts. So. Und dann sortiere ich jetzt mal nach Material, Holz und Stein quasi. Das macht Sinn. Ah, es kann da drin bleiben. Da ist noch ein bisschen Holz. Holz, 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 Holz. Ich werde es nicht froh. Ich muss hier ein bisschen wenigstens ein Sortiersystem anwenden. Und das immer mal weiter aufsplitten alles. Sonst wären wir hier bekloppt. Das sage ich euch. Was so viel Zeug gibt. Ding ist halt, du kannst kein Lager, also kannst du schon, man möge mal Gronkhs Let's Play gucken, du kannst alles, aber das ist so übertrieben. Die Eisenbahnen sind alle noch nicht refined. Hier ist noch Glas drin, ja, fein. Und hier ist die Kohle ausgegangen. So. Noch nicht refined. Achso, hier brutzeln jetzt. Und hier brutzeln auch gut. Okay, ich glaube, der Server ist gerade ein wenig am rumkacken. Kommt mal mit hier hin wieder. Und hier haben wir noch ein paar Slabs und der Chisel-Zeug. Das mache ich mit hier rein. Axt gehört dorthin. Baue ich mir doch gleich einmal in Schwung mit Refined irgendwas. Genau, dieses Refined hält also mehr aus. Na gut, das hätte ich mir sparen können. Kommt eben eine Axt hier in die Holzkiste mit. So eine Notfallaxt quasi. Schwert, ja. Ich spiele ja noch momentan noch ohne Monster. Bin ich auch noch ganz froh darüber. Braucht das gerade nicht. Glas. Ich weiß nicht mal, für was ich
Glas braucht er. Ich mach's mal mit hier rein erstmal. Ach, für die Lampe braucht die Glas, ne? Aber ist jetzt noch nicht so schlimm. So, dann werden wir mal uns Bambus suchen. Vielleicht gucke ich da einfach mal auf dem Atlas. Vielleicht haben wir schon mal irgendwo sowas in die Richtung gesehen. Hier könnte es Bambus geben. Hier könnte es Bambus geben. Ich schätze mal, das ist diese universelle Symbolik dafür. Ich meine, die Richtung hier, so da so lang. Vielleicht finden wir ja Mago auf dem Weg oder seine Leiche. Beides unwahrscheinlich. Okay, das Bienchen ist wieder, hat sich wieder verabschiedet. Dann sacken wir das mal kurz ein. Ich mache hier wieder Jelly draus und mache aus dem Jelly eine Königin. Und die kann da wieder rein. Und das kommt dorthin. Gut, Honig kann ich mitnehmen. Den müssen wir sicherlich pressen oder schleudern oder was auch immer. Schleudern. Mal die Klappe. So. Gucken wir mal. Ich habe mir nichts zu essen mitgenommen. Kann ich den Honig ausschlürfen? Nein. Es hätte irgendwo dann einen Point of No Return gegeben und ich wäre nicht mal zurückgekommen. Lebendig. Der wäre wahrscheinlich früher gekommen als gedacht. Klack, klack, schrupp. Schön wäre noch irgendwo eine Anzeigetafel hier so, die mir die Bestände anzeigt. So muss ich immer gucken. Ich weiß, dass es Anzeige für die Teile gibt, dass ich hier quasi mir Anzeigen ranbauen kann, wie voll die Container sind, aber das ist keine Zahl. Ich will lieber eine Zahl als einen Balken. Ich glaube, das neue Zeug ist noch nie da, ne? Ich würde gerne so lange warten, bis das neue Zeug eintrudelt. Es ist gerade gekommen, kann das sein? Und es kommt gerade rein. Die Süßkartoffeln fehlen noch, aber die habe ich auch als letztes geerntet. Warte mal, da habe ich aber auch keine mitgenommen, glaube ich. Die habe ich alle angepflanzt, na klar. Ich glaube, es kommt gerade rein. Dann geht's ja. Mellow, yellow, ein Ei. Ich weiß nicht, was das hier eigentlich macht. Zwei Eier. Würde ich eher hier mit hin tun. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Honig noch dazu. So, dann snacken wir mal ein paar Bambusspitzen. Was auch immer das ist. Ich muss mir irgendwas zu essen mitnehmen, was mich nicht so viel kostet. Das Übliche würde ich sagen. Mais, also Popcorn und das ist ja die Höhe. Ach so, ich habe noch keine Küche. Wir werden auf jeden Fall ein paar Öfen brauchen.